Hallo, heute möchte ich über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Jahre 2020-1, also dem Frühjahr, sprechen für NTG. Besprochen wird die Aufgabe 3. Und nur um einfach die Einleitung zu finden, es geht hier bei der Aufgabe 3 um eine Strömungsberechnung und hier nur mal so in eigener Sache, was man so eigentlich alles machen kann. Hier haben wir für einen Kunden eine Strömungsanalyse gemacht für verschiedene Formenteile, die beheizt gewesen sind und dann mittels eines Luftstromes abgekühlt worden ist, sodass wir hier quasi Geschwindigkeitsprofile berechnet haben, um die Abkühlgeschwindigkeit der einzelnen Bauteile auch im instationären Bereich, das bedeutet also von ausgehend einer hohen Anfangstemperatur bis hin zu einer vorgegebenen mittleren Gesamttemperatur berechnen können. Also auch solche Dinge sind möglich, aber so kompliziert ist es ja in unserer Aufgabe diesmal nicht. Daher konzentriere dich mal bitte auf das, was wir hier machen sollen. Gut, hier geht es tatsächlich in der Sache darum, dass eine Klimaanlage, wie auch immer geartet, Luft an der Decke absaugt, die dann irgendwie aufbereitet. Dies hier im Übrigen ist nur ein Kondensator, aber wir wissen natürlich, die Luftaufbereitung erfolgt tatsächlich über Filtern, Trocknen, Befeuchten und so weiter, um dann hier praktisch wieder dem Raum gereinigt und mit adäquater Temperatur dann wieder zugeführt zu werden. Häufig wird auch noch mal beigemischt, um das irgendwie dann energetisch effektiv zu machen. Aber all das ist hier gar nicht unser Problem. Die Schwierigkeit, glaube ich, ist zunächst einfach mal zu kapieren, dass sich das hier tatsächlich um irgendeinen Raum handelt, der gewissermaßen hier jetzt belüftet wird, irgendwie im weitesten Sinne. Und die Schwierigkeit ist tatsächlich zu erkennen, was im Wesentlichen gemeint ist, was die Querschnitte und so weiter angeht. Also tatsächlich ist es so, dass hier an der Decke irgendwie ein Querschnitt vorliegen soll, ein quadratisches Absaugrohr. Das hier ist das Absaugrohr. Im Grunde genommen tatsächlich, wenn du es wieder räumlich reinzeichnen würdest, dann müsste es ja quasi diese Struktur so haben. War ja jetzt ein bisschen blöd, das hier in diesem PowerPoint richtig schnell zu malen. Und die Luft würde also hier durch diesen Querschnitt hindurch in den Umlauf gebracht und abgesaugt werden. Und dieser Querschnitt hier oben, ich weiß gar nicht so richtig genau, wie man das da so einzeichnen soll, wäre dann aber tatsächlich in der Aufgabenstellung gegeben. Quadratisch, also ein Vierkant könnte man auch sagen, quadratisch mit 1,2 Metern. Klar, dass man sich den Querschnitt da heraus ausrechnen kann und beim Quadrat ist die Querschnittsfläche nichts anderes als a mal b und wenn a gleich b ist, ist es eben a Quadrat. Also insofern ist das nicht so wirklich kompliziert, aber tatsächlich geht es dann hier weiter und wird dann hier unten irgendwie in diesem Bereich wieder irgendwie zugeströmt und damit man jetzt eben keine Zugerscheinung hat, möchte man natürlich gerne eine langsame Strömungsgeschwindigkeit haben, die sich dann in dem Raum auch irgendwie ordentlich und adäquat ausbreiten kann. Und daher ist der Querschnitt hier natürlich anders gewählt. Steht auch hier drin, dass gewissermaßen und jetzt muss man wieder sehen, dass die Höhe von diesem Zuströmkanal, also dieses hier, das H, keine Ahnung, mal es doch einfach mal hier hin, dass die Höhe, und jetzt muss ich nochmal genau gucken, die Höhe eben H gleich 1,2 Meter beträgt, aber die Breite hier, das heißt also dieses Gebilde, das ist im Prinzip das, was hier gesucht wird. Das ist die Breite von dem Strömungskanal. Das ist mein Fragezeichen. Ja, alleine nur über die Querschnitte kriegt man es natürlich nicht berechnet. Wir müssen dann schon auch ein bisschen mehr wissen, nämlich mit welchen mittleren Geschwindigkeiten wir es dann da zu tun haben. Und jetzt muss ich erstmal versuchen zu erkennen, wo jetzt diese 18 Kilometer pro Stunde angesaugt werden. Das heißt also, hier oben haben wir es dann mit einer großen Strömungsgeschwindigkeit im Einlauf dieses quadratischen Querschnitts zu tun. V, nenne ich jetzt einfach mal V1 oder was, keine Ahnung, wären dann meine
wären meine 18 und das rechne ich doch gleich mal um, denn ich weiß schon immer mit diesen Kilometern pro Stunde und so weiter, das macht mir immer keine wirkliche Freude. Also 18 Kilometer pro Stunde, das wäre dann umgerechnet in, ja, da warst du wieder ein bisschen zu schnell, in Meter pro Sekunde oder ähnlich sowas, dann weiß ich doch schon immer alles klar. Um aus Kilometern quasi Meter zu machen, muss ich doch nur mal 1000 nehmen. Also dann kommt das Kilo weg und ich weiß natürlich, dass eine Stunde 3600 Sekunden hat. Auch hier war schon wieder im Kopf ein bisschen zu schnell. Das soll dann also schnell mal ein Punkt werden. Oder anders gesprochen, man könnte es eben auch wegkürzen. 1000 gegen die, also die Nullen hier wegkürzen, dann bleibt der Komma über. Das wollte ich eigentlich tatsächlich gedanklich machen. Wahrscheinlich auch so in der Arbeitsroutine schon drin. Rechne es doch einfach aus. 18 geteilt durch 3,6, dann hätten wir Meter pro Sekunde, musst du dann aber auch schreiben, bitte. Und das wären dann 18 geteilt durch 3,6 gleich 5 Meter pro Sekunde. Das ist eine vernünftige Raumluftströmung, die man tatsächlich so, oder eine Kanalströmung, die man auch tatsächlich so realisieren kann, ohne große Geräusche zu entwickeln. Meter pro Sekunde. Wunderbar, das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Aber das allein reicht mir nicht. Da musst du schon ein bisschen mehr zeigen, damit das ganze Spielchen dann auch irgendwie brauchbar wird. 5 Meter pro Sekunde. Dass hier jetzt gewissermaßen langsamer zugeströmt wird, das steht natürlich hier auch drin, dass das im Grunde genommen jetzt 2 Meter pro Sekunde sein soll. Das heißt also V2 wären hier 2 Meter pro Sekunde. Also man könnte fast sagen, naja, noch die Hälfte, aber mit diesen Proportionen wollen wir gar nicht erst anfangen. Und wir müssen, und uns ist natürlich klar, dass was hier oben reingeht, muss am Ende des Tages auch wieder da herauskommen. Und dementsprechend steht dann im Prinzip immer der Volumenstrom V Punkt, nennen wir ihn ja, oder auch Q V.1. ist natürlich auch V.2 oder eben auch Q2, das heißt, was reinströmt, 100 Liter pro Minute, müssen eben auch wieder rauskommen. Aber auch all das muss man hier an dieser Aufgabe gar nicht überlegen. Man schnappt sich einfach kurzerhand wieder kurz die Formelsammlung. Ich bringe sie mal ins Bild, auch wenn ich sie wieder wegpixeln muss. Egal. Wir sehen, das, was mit einer hohen Geschwindigkeit reinläuft, läuft mit einer langsamen Geschwindigkeit hinten wieder raus. Und das Ganze, der ganze Erkenntniswert, den wir jetzt tatsächlich aus dieser Formelsammlung hier gewinnen können, ist diese Kontinuitätsgleichung, die man hier im Prinzip jetzt miteinander verquickt, sodass also V1 mal A1, und ich schreibe da einfach nur gnadenlos ab, das hätte ich in der Prüfung jetzt auch so gemacht, denn ohne großen Tata will ich ja meine Punkte kassieren. Und dann stelle ich also tatsächlich fest, ich nehme das mal wieder weg, weil mehr ist es tatsächlich nicht. Raussuchen aus der Formelsammlung und dann hier dieses Gleichgewicht sozusagen, das ja schon auch beschrieben ist, vorzugeben. V1 kenne ich, also das ist mir bekannt, V2 kenne ich, und das A1 kenne ich ja eigentlich auch, denn das ist ja nichts anderes als 1,2 Quadrat, also eigentlich kenne ich es. Und hier unten fehlt mir das B, aber ich meine bei einem Rechteckquerschnitt, was für eine Botschaft muss das sein? A2 ist nichts anderes als A mal B. Hier in diesem Fall wäre das also H mal B, also um das jetzt nochmal richtig hinzuschreiben, H mal B. Und dann ist klar, dass ich da natürlich nach der gesuchten Größe B umstellen kann. Also das heißt, ich stelle jetzt erstmal nach, und das ist immer eine Frage, wie man es jetzt tatsächlich macht. Die Salamitaktik scheint mir für mich immer am einfachsten zu sein, obwohl ich manchmal die Formeln auch ineinander packe. Rechne doch erstmal A2 aus, denn in der Prüfung wollen wir hier keine Kabriolen schlagen, sondern einfach nur fertig werden. Dann steht da V1 durch V2 mal A1. Setzt das doch auch gleich ein. Nö, erst die Formel schreiben, damit man das nachvollziehbar macht. Dann steht da 5 Meter pro Sekunde. Ich schreibe es diesmal so nach oben, weil ich schon sehe, das kürzt sich da ja raus. Geteilt durch 2 Meter pro Sekunde. Auch das gleiche Spielchen kann sie gleich wegkürzen und sagen, wäre dann praktisch 1,2 Quadrat Meter Quadrat. Jo, ist wirklich kein Hype. Mal 1,2 Quadrat geteilt durch 2, habe fertig. Die Fläche hier,
die hier gewissermaßen jetzt als Zuströmfläche wäre. Das ist also nicht die hier oben oder sonst was, sondern die läuft ja hier herein. Das wäre das A2, sind also 3,6 Meter Quadrat. Und wenn ich jetzt schon weiß, dass das eben auch nichts anderes ist als H mal B, ehrlich, diese Kraft bringe ich auf, daraus B ist gleich A2 durch H zu machen. Also ich bin jetzt gedanklich nur in dieser vorderen Seite unterwegs, sind 3,6 Meter Quadrat geteilt durch die Höhe 1,2 Meter. Klar kürze ich es wieder raus, geteilt durch 1,2 ist fast schon irgendwie unsportlich, macht gar keine richtige Freude, da dran zu arbeiten, weil so einfach hätte ich mir also eine Prüfungsaufgabe für die Industriemeister dann auch wieder nicht vorgestellt. Denn wenn das hier jetzt einfach die ganze Weisheit letzter Schluss ist, einmal eine Formel raussuchen, ein bisschen umstellen, denke mal, das ist ein faires Angebot zum Bestehen der Prüfung. Und wie viele Punkte gab es dafür? Mit 12 Punkten ist man hier dann auch wirklich gut eingedeckt. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.